Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Final Fantasy 14 A Realm Reborn. Ich bin der Samsimafix. Beim letzten Mal sind wir hier nach Limsa-Lominsa und die Umgebung gekommen, nach Lanoeska. Und, boah, Leute, sieht schon sehr spektakulär aus, wenn man das mal so sagen darf. Wir haben hier gehört, dass die Sargen, diese fiesen Echsen hier, nur fiese Echsen, das, die haben ja sind also irgendwie Echsen, Schildkröten, Echsen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass die ihren Gott, ihren Primär hier beschwören. Und das in der Form von dem Leviathan. Wir wollen diesen, wir müssen diesen natürlich hier aufhalten. Und sogar Yugiri hat sich uns angeschlossen. Ich habe mir von den Soldaten des Marschstimms den Sapsa-Leichplatz genau erklären lassen. So sollte ich niemanden zur Last fallen, wenn wir dort einmal kämpfen müssen. Dann hoffen wir, dass das der Fall ist. Die Sargen sind in letzter Zeit so aktiv wie nie und verstricken den Marschstimm immer wieder in kleine Scharmützel. So, dann beenden wir diesen kleinen Scharmützel, oder? Ich würde lieben gerne sofort zum Generalangriff blasen. Aber wir haben es hier mit meinem Primär zu tun. Noch bevor wir unsere Strategie zurechtlegen können, müssen wir auf die Rückkehr des Spätrupps warten, den ich zum Sapsa-Leichplatz geschickt habe. Wir sind schließlich nicht erst hier der Helden. Ich habe vollstes Vertrauen in meine Truppe, aber gegen eine Entität wie Leviathan haben wir noch nie gekämpft. Ich will nicht unnötig Soldaten verlieren. Aber der Spätrupp kommt einfach nicht zurück. Damit müssten sie doch schon längst hier sein. Da muss etwas schiefgegangen sein. Wir müssen ihnen sofort zur Hilfe kommen. Sie haben Informationen, die für uns von höchstem Wert sind. Das heißt, falls sie überhaupt zum Leichplatz vordringen konnten. Jedenfalls kann ich meine Leute nicht einfach im Stich lassen. Würdest du dich einmal auf den Weg machen, um ihnen zu helfen? Ich gebe dir den Malstromarznei. Falls Wunden zu versorgen sind, lass uns beten, dass du keinen Bedarf dafür haben wirst. Der Spätrupp bestand aus 5 Leuten. Bitte finde sie und bring sie halt zurück. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Falls du meine Leute nur noch tot auffinden solltest, was wir nicht hoffen, dann bringen wir Leichen ins Camp zurück, damit wir sie eher nach Fit treten können. Mach mal, mach mal, mach mal. Flying Turtle findet aber alles. Spür sie auf. Ui. Da muss ich rein. Was sind denn das? Gigantische Venusfliegen fallen oder so. Ui, ich mag es hier nicht so richtig, fällt mir gerade auf. Muss ich jetzt die Sargen besiegen? Eigentlich würde mir der nicht tun, weil er unterlevelt ist. Dann machen wir trotzdem platt. So. Sturmarena. Bitte ist irgendjemand die Sargen an mich erwischt. Ah, einmal vergisst man im Marsch ein Medizinpaket und dann passiert einem sowas. Vielen Dank. Die Arznei hat mir das Leben gerettet. Schickte ich Falkbrüder. Wir sind unterwegs von Plündern und Schlangen angegriffen worden. Die haben meine Kameraden verschleppt. Mich hielten sie für tot. Vielleicht ist es noch nicht zu spät. Du musst ihnen helfen. Ich bitte dich. Ich werde zu Falkbrüder zurückkehren und ihr alles berichten, was wir rauffinden konnten. Und wenn, ich meine, falls du sie nicht mehr leben vorfindest, dann bitte bringe sie gleich ins Camp zurück. Halte dich nicht damit auf, alle Piraten zu erledigen. Das hat keinen Sinn. Irgendwie ist es hier nicht so richtig schön. Aber solange die Gegner mich immer nicht angreifen, ist immer etwas. Komme ich da durch? Ah, gute Tür. Okay, hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Level 48er Gegner, die sollten mich angreifen, nämlich. Ja, yeah, das ist nämlich das, was ich nicht will. Holy moly, das sind echt zu viele Gegner. Ja, klar, die unverwundbare Seewespe. Hä? So, jetzt kommt sie wieder. Langsam angerupft. So, keine Lust auf euch. Also. Die will mich auch angreifen. Hallo? Nö, alles gut. Schade, ich dachte, wir könnten Freunde werden. Ey, der fischige Geruch, der von euch ausgeht, der macht mich hier fertig. Ja gut, das mit alle Piraten besiegen, das definitiv bin ich ja nicht. Wenn hier gerade auch noch ein Fate-Event stattfindet.
So, eine, zwei Leichen. Ey, liebe Leute. Die haben irgendwann Gas ausgesetzt, habe ich das Gefühl. Oh oh. Okay, warte, dann gehen wir erstmal. Leila? Wenn ihr wollt, dass wir jetzt kämpfen, dann mache ich das nur allzu gerne. Versuchen wir es nochmal. Zwei und drei. Aber das heißt, zwei fehlen noch. Ich finde es übrigens nicht schon wieder schön, dass ich schon wieder Leichen hier aufsammeln muss. Die werden dann wieder so als Blume in meinem Inventar gezeigt. Ich mag keine Leichen rumlaufen. Es kommt nicht so gut, Mann. Wenn der Maxi da auf seinen Baggerkurs da geht oder durch Linsel und Minsel und Frau und hier irgendwelche hübschen Damen aufgaben will und dann hat er eine Leiche hier im Koffer. Boah, sind echt unendlich von den Viechern hier. Ha, Level 49. Du wirst Probleme haben. Dich werden die platt machen. Naja. Kriegst du das helfen? Du schaffst es schon, Stolas. Ich glaube an dich. Mir fällt eigentlich auf, es ist eigentlich mein Fehler. Ich müsste ja meinen Chocobo öfters mal rufen. Der kann er hier während der Kämpfe mich hier unterstützen. Als Heiler, Tank, was auch immer. Man müsste es nur mal machen. Aber bis dato hatte ich dann noch nicht so. Nicht, dass mein armer Chocobo hier irgendwie was passiert. Das würde mir nicht mehr von seinem Bekleider. Das ist der Chocobo. Nicht jeder so unkaputtbar wie Torgel. Ey Leute, der Dude kann fliegen. Wieso kann das eigentlich in 16 nicht, Mann? Wieso konnte man in 16 eigentlich nicht auf ihm reiten? Ich meine, Ambrosia war auch ganz cool, aber Leute. Fliegende Torgel? Du bist halt zurückgekehrt, ein Glück. Ich hörte, dass du dich auf dem Weg zum Schlangennest gemacht hast. Wo sind die übrigen Desktops? Da zwei Blumen. Aber eigentlich waren es 5, gell? Verflucht diese ruchlosen Bestien. Und zwei sind immer noch vermisst, Mann. Konntest du einen meiner Leute retten? Dank dir konnte er uns genug berichten, um unser Manöver gegen die Vertanen zu retten. Admiral Melville hat bereits alles in Gang gesetzt. Der Befehl zum Aufbruch kann jeden Moment kommen. Sag mir, wenn du bereit bist. Niemals? Diese verfluchte Fischbrot und ihr Piratengebaren. Irgendwann werden wir unsere Kameraden rächen, das sag ich dir. Dann gibt es kein Pardon mehr. Und keine Völkerverständigung und all das weichgespielte Gewäsch, so wahr ich hier stehe. Keine Erklärung nötig. Ich habe schon alles gehört, eine Schande. Und ich sage Ihnen bereit, nun geht Ihre Beschwörung vor. Ja, so scheint es, Admiral. Aber wie ihr habt, den Bericht des überlebenden Speers hergehört. Im Westen des Leichtplatz haben sich die Besessenen um den Eteriten der Sargin versammelt. Viele bereits sind raus, um Leviathans ihre Kraft darzubieten. Dann kann es jederzeit soweit sein. Wir müssen rechnen. Oh. Ich bin gleich wieder da. Ich habe so einen Anruf nur bekommen. Hallo, hier Garuda und so. Okay, geil, jetzt weiß ich mal, wie das nämlich abläuft, wenn das in einer Cutscene passiert. Götter, ich finde es ja echt nett, dass bei diesen Raids gesagt wird, dass sie viel schwerer sind. Aber sie sind halt 100 mal leichter, weil du halt, also nicht nur, weil ich jetzt mit echten Spielern bin, ich habe jetzt auch mal ein, zwei Dungeons nochmal mit anderen Spielen gemacht, das geht einfach viel schneller. Aber es geht auch besonders darum, dass wir zu 8 sind. Also, ja. Still hot. Ich weiß gerade, du bist still hot. Schauen die sich alle die Katzen an? Ich glaube, die können alle zu einer Gilde oder so. Hallo. Einer ist noch eine Katze. Yep. Ich glaube, die Hälfte ist nicht mal aktiv. So,
Keine Ahnung, was da losgeht, aber ich hau drauf. So. Also bei allem meine Skills aktiv gemacht. Wie war das nochmal? Ach, da musste man. Ja. Er muss gerade überlegen, was man da machen muss. Da muss man sich hinter den Stein verstecken, weil die eine ja sonst hier instant runterhaut. Das war das doch, gell? Ich sehe halt gar nichts! Kann ich die Kamera ein bisschen rausziehen? Nicht? Okay. So. Alles kaputt, Mann. Ich sehe einfach gar nichts und hau einfach drauf. Ich will niemals ein Tank sein, denn sonst weiß ich nicht, was ich machen soll. So, genau, jetzt hat sie die ganzen Steindinger kaputt gemacht, daran erinnere ich mich auch noch. Wer schmeißt da mit Bällen auf sie? Aua. Nein. Nein! Ich bin tot. Ja, lass mich einfach hier tot liegen. Dankeschön. So, in Ordnung. Wieder überleben. Oh, einer überlebt nicht wieder. Ja, annehmen. Das war echt schlecht. Aber sie hat mich auch gestalkt, Mann. Sie wollte was von mir. Alter, ich nehme alles zurück, Mann. Ich sehe auch gar nichts. Was bin ich? Hilfe! Ah, jemand hat einen Nimbus aktiviert. Naja, heute werden wir definitiv nicht MVP. BAM! Mal meinen, aber ich habe wieder einen finalen Schlag gemacht. Das war trotzdem hart schlecht, Mann. So, aufgelöst, Garuda. Ich habe auch am Ende keine Ahnung mehr gehabt, wo ich war. Und dann war plötzlich keine Kiste. War doch da. Waffenkiste von Garuda, das ist meine. Kriege ich die jetzt? Oh. Cool. Okay, wenn keine Ahnung, sie will, dann nehme ich sie. Sehr schön. Heidi Witzkammern. Das war nicht das bisschen. Ich stelle mir so vor. Warte mal, ich weiß, liebe Tanken kommt, aber ich habe hier gerade was anderes Wichtiges vor. Garuda ist da? Okay, gut. Pass. So, vielen Dank, meine Freunde, dass wir das endlich machen können. Ich möchte nur kurz ein paar Cutscenes machen. So, du hast ja Auszeichnung wertvollster Spieler bekommen, hä? Ich glaube, ich würde immer random wertvollster Spieler. So, da waren wir, okay. Dann kann das jetzt soweit sein, wir müssen rasch handeln. Diese Agenten haben garantiert alle Vorkehrungen getroffen, damit ihre Zeremonie nicht von Eindringlingen unterbrochen wird. Es wird ein überaus schwieriges Unterfangen, uns Zutritt zu verschaffen. Wir müssen ihre Kraft zerstreuen, teilt die Männer in kleine Trupps auf und stifte Verwirrung. Wir müssen zu diesen Meteoriten vordringen. Der Meldsturm wird Schlangennester aufräumen und sicherstellen, dass die Plünderin. Die Kiste ist zerklüftet und wird uns ein durchdachtes taktisches Vorgehen abverlangen. Zugleich werden unsere Kriegsschiffe auf See für Durcheinander in ihrer Flotte sorgen. Auch wir werden uns aufteilen und die Saal gehen aus der Reserve zu locken. Maxi, geh mit dir Stalle. Ihr beide müsst versuchen, das Beschwörungsritual zu vereiteln. Ob mir da mehr wird. Großteil angelegtes Ablenkungsmanöver sollte euch genügend Bewegungsfreiheit verschaffen. Wir werden die Sargen zwingen, einen Großteil ihrer Kämpfer ausrücken zu lassen, sodass ihr ins Innere des Leichtplatz vordringen könnt. Kriegen wir hin. Tankrat und Yugiri, ihr werdet euch vor dem Leichtplatz postieren und so viele Sargen wie möglich erledigen.
Falls ihr schnell genug die Oberhaupt gewinnt, könnt ihr zu Maxi in die Stalle stoßen. Nö, nö, Basto, Maxi könnte schon schaffen. Ich werde die Operation hier mit Minifilie bewachen. Wenn möglich, kommen wir aber ebenfalls zum Schauplatz. Nun alle auf ihre Posten. Leviathan darf nicht beschworen werden. Dann lasst uns mal loslegen. Es ist schon lange her, seit wir das letzte Mal Seite an Seite gekämpft haben, nicht? Ich kann mich nicht mal einmal erinnern, dass wir Seite an Seite gekämpft haben. Ich erinnere mich nur, dass ich immer gekämpft habe und ihr dann in der finalen Cutscene gekommen seid. Oh, ich habe es gerade noch geschafft. So, bin ja traurig, dass ich gestorben bin in dem Kampf. Aber okay, ich war trotzdem MVP. Wieso auch immer. Es wird ja nicht immer da gemessen, wie gut du bist. Es wird am Ende der Einsatz gemessen. Welcher Einsatz war bitte besser als meiner? Alter, was ist hier? Ach so, die machen die Sachen kaputt. Ich dachte mir gerade, das sah voll seltsam aus. Okay, vielleicht sollten wir runtergehen, weil ich glaube, von oben kommen wir da nicht rein. Flying Torge. Es war nett, dass wir in dem Abschnitt noch kein einziges Mal waren. So, hier ist da Karen, oder? Das Beschwörungsritual findet tief im Lager des Feindes statt. Dorthin müssen wir uns begeben. Auf dem Weg müssen wir zahlreiche Kontrollposten platzieren. Wir sollten so viele Gegner wie möglich ausstatten, damit sie uns später nicht in den Rücken fallen. Am besten... okay. Hier ist Dollar, danke übrigens für deine Hilfe, gell? Ha, Level 50er, Leute. Das sind leider die mir echt Schaden zufügen, das gefällt mir nämlich gar nicht. So. Also, okay, hier können wir so viele von den Dingern kaputt machen, wie wir wollen. Jetzt möchte ich aber mal... du bist noch nicht in der Lage, deinen Mitstreiter zu rufen. Echt nicht? Okay, scheinbar bin ich schlecht. Ich möchte kein Fate-Ereignis machen. Läuft halt einfach so durch, denke ich. Jojo, ist heute nicht ein guter Tag. Achso, die sind alle übermannt worden von Leviathan. Gar nicht gut. Lass mich das mal ganz kurz von oben anschauen. Die Frage ist, da haben wir so ein Portal, da haben wir so ein Portal, okay. Machen wir das kaputt. So, der eine Sargin ist ein cooler, weil der hilft den seinen Buddies nicht. Schön gemacht. Oh oh. Oh oh. Vierte von den Dingern. Uiuiuiui. Aqua, ich bin da ausgewichen. Was ist? Okay, nächstes Tor passieren. Sag ihm besiegen. Ah, okay, also es ist. Ah, okay, gut. Schade, ich dachte ehrlich gesagt, es ist so, dass ich hier überall Basen habe, die ich ja eben kaputt machen kann. Und umso mehr ich von denen besiege, umso mehr, umso weniger Gegner habe ich dann halt. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber okay. Greifst du mich echt an? Du Sapser Panzerzahn. Ah, die Musik ist aber wieder sehr schön. Und das Nette ist, wir kommen dann rein in den, hier. Und dann heißt es... Ja gut, Maxi, du bist zwar jetzt hier und hast diesen Weg geschafft durch die Sargins, echt eine tolle Leistung von dir, jetzt ist aber leider keiner da, der mit dir den Raiden kann und deswegen musst du jetzt leider wieder weggehen. Komm in 3 Stunden nochmal. Von den anderen müssen wir nochmal in seiner Special Erwerb, oder? Warte, haben wir Titan gemacht?
Ich weiß schon gar nicht mehr, wen haben wir denn bekämpft? Garuda, hatten wir schon den großen Titan? Ja, Titan hatten wir schon. Ja, Titan hatten wir schon. Dann bin ich gespannt, ob es ist, Ultima Waffe ist ja kein Prima. Vielleicht, ob wir jetzt endlich mal Ramu bekämpfen können dann. Das wäre cool. Fehlen eh noch einige Heiler Chive und sowas müssen wir auch unbedingt noch haben. So, euch da hinten lasse ich in Ruhe. Mag nichts von euch. Der Lurch wird mich angreifen. Der Lurch wird mich auch angreifen. Böser Lurch. Ja, der Lurch. Das ist mal ein guter Gegner. Ihr Stöller, wer hat dir das angetan? Keiner greift bei dir Stöller an. Wenn Tangra das herausfindet, bringt er mich um. Vielen Dank. Um eine halten Sie mich erledigt. Keine Sorge, es geht schon wieder. Sind jetzt auch schon Soldaten des Mahlstroms von dem Primae besessen? Habe ich viel verpasst? Kämpft ihr im Osten alle so? Nicht übel. Da muss ich mich wohl auch ein bisschen ins Zeug legen. Zum Etherüten! Verzeiht die Verspätung. Ab und zu muss man eben auch mal zeigen, was man so drauf hat. Ha! Ihr verfluchten Flossenlosen! Nicht genug, dass ihr die See an euch gerissen habt, schleicht ihr nun auch noch hierher? Endlich wird euer schändliches Treiben ein Ende voll Schmerz und schlimmen Qualen finden. Der Herr der Wurm!
Morgen wird erscheinen und euch sandhäutige Frevler auf den Grund der sieben Meere reißen. Großer Gebieter, sieh herab zu deinen Sklaven. Großer Gebieter, schenk uns deine Gnade, deinen Segen. Was hat er vor? Diese Welle der Energie. Er besitzt die Kraft des Transzendierens. Was? Das ist die wahre, alles überschreitende, alles übersteigende Kraft. Vergebens, Strandschleicher. Ich bin unsterblich. Unsterblich. Du hast uns aus den tanzenden Wogen erschaffen, lebensspendender Gott. Du hast von uns den Schmutz der Sünde gewaschen, bußefordernder Gott. Nun siehe, ich schenke dir dieses Gefäß. Sei in mir, großer Herr. Verflucht nochmal! Unverbesserliche! Du verschwendest deine Munition! Das ist nicht zu fassen. Leviathan! Meine Stärke schwindet dahin. Herr, sei gnädig. Verschling mich nicht. Du hast mich hintergangen, Scharlatan. Ich sollte doch ewig... verschwunden. Was? Versenkt? Eine Seeschlange? Wie groß? War es Leviathan? Verstanden. Sammelt die übrigen Schiffe und macht, dass ihr da wegkommt. Und meldet jede weitere Sichtung. Leviathan verliert keine Zeit. Er hat die Ablenkungsflotte auf offener See angegriffen und fast alle Schiffe versenkt. Die Bestie ist also in kürzester Zeit in die Gewässer vor dem östlichen Lanosea gelangt. Was will Leviathan dort? Bei den Göttern! Er will eine Flutwelle aufpeitschen und gen Wülbrand schicken! Yeah.
Alter, wieso bekommen wir auf einmal so viel Badass Cutscene und seit wann ist Tankred so ein verdammter Badass, liebe Leute? Ich habe keine Antworten auf euch, aber eins wissen wir, müssen unbedingt mit allen Mitteln die Schlange aufhalten und das werden wir auch machen. Doch jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut und nächstes Mal geht's weiter mit Let's Play Final Fantasy 14 Realm Rom. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.